Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo. Heute ohne Cam, weil es ist schon dunkel und ich habe keinen Bock auf Licht. Ja, Content Update bzw. der erste Patch für die 1.2 ist auch gleichzeitig das Content Update 1. Und da wollten wir uns ein paar schicke Maschinen mit ins Spiel gebracht. Wir gucken sie natürlich erstmal im Shop durch. Das Spiel kennt ihr ja. Das heißt, wir fangen, glaube ich, bei, ich weiß gar nicht, wo der Dings drin ist, aber der ist. Bei Kompakttraktoren haben wir nämlich neu dazu bekommen den Landini Serie 7 Robo 6. Das ist ein richtig cooler Bulldog, finde ich. Könnt ihr die zwei Farben hier machen. Motorausführung geht hoch bis, glaube 210 oder so. 25 sogar von da. Reifenvariante, ganz normal, kennt ihr ja. Dann haben wir neu. Bei Großtraktoren haben wir von Case einmal den RawTrack AV Connect Series. Das ist ein Quadrack mit extrem schmalen und breiten, extrem schmalen Ketten und extrem breiten Dingsbums hier. Wisst ihr schon. Könnt ihr auch Stufe. Dann haben wir den Quadras AFS Connect Series. Das ist der ganz normale Case Quadrack mit den fetten Ketten. Kennt ihr ja so. Kennt ihr. Und auch sein Comeback feiert auch der Case Steiger AFS Connect Series. Der war zuletzt im LS im LS13. Der ist jetzt hiermit auch wieder zurück. Sind ganz coole Bulldogs, halt wieder Knicklenker. Von denen haben wir jetzt eigentlich genug. Wobei meiner Meinung nach der beste Knicklenker fehlt. Nämlich der Challenger. Ist ja auch egal. Kommt bestimmt noch und wenn nicht als Mod. Und dann haben wir noch ganz neu, auch eine neue Marke hier von VFR Fed X-Pinning Quality, den Hydro Drike 5x5. Das ist ein Dreirad-Gülle-Sips-Fahrer, also sowas ähnliches wie der Saddletrack oder der Holmaterra-Variant. Und ja, da könnt ihr Reifenmarke machen und vom Design können ihr das den Release, also das Launch Edition, das heißt mit großer Aufschrift oder mit kleiner Aufschrift. Ja, ganz cool, ganz neu, Dreirad. Ja, ich hoffe, der Holmaterra Variant kommt noch und dann irgendwann noch der Fredo Gülle Selbstfahrer. Dann haben wir eigentlich alle Selbstfahrer. Es gibt zwar noch einen von Challenger, aber ja, kann man. Die hauptsächlichen haben wir ja dann. Dann geht's weiter, Freunde, mit. Scheiße, wo geht's weiter? Mit Mähtechnik auf jeden Fall. Da haben wir nämlich das Connects Clyde Mähwerk GXF 3605P und dazu das gehörige GDX 1305P. Und da könnt ihr noch Schwalablage mit drauf machen, wenn ihr Bock habt. Ist jetzt auch das größte. Boah, Alter, ich habe irgendwas in der Fresse drin, das ist echt eklig. Jetzt auch hier mit das größte Schneidenwerk kostet auch direkt mal 150.000. Vorher war es ja das Vicon. Und jetzt ist mit 2 Meter mehr das hier. Dann bei Güllefässer haben wir auch was Neues und zwar ein Bomech Truck Pack. Das ist ein Schleppschuhgestänge, was ihr aber so zusammenfaltet, dass es halt hinten an den Truck dran geht. Also nicht so, sondern halt so zusammenfalten. Dann, lass mal denken, gibt es bei Divers noch was und zwar diesen Amazone T-Pack U. Das ist so ein Radgewicht, Frontgewicht, irgend sowas. Keine Ahnung, für was man das benutzt, ganz ehrlich. Ich habe erst gedacht, es ist zum Schwad runterdrücken. Könnte sein, dass man es dafür auch nutzen kann. Aber ich habe dann auf Screenshots gesehen, dass es bei der Sämaschine vorne dran hängt. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, was das ist. Oder für was das ist. Und dann haben wir noch neu Tierhaltung. Die Abi 550 Wasserfass und das Abi 1600 Wasserfass. Da könnt ihr die Farbe von den Fellen ändern.
Sind es bei coole kleinen Wasserfässer. Ah ja. Dann gibt es bei Tiertransport noch was Neues, und zwar ein Fliegel Noah TTW 140. Das ist ein Tiertransporter für alles außer Pferde. Als jetzt endlich auch ein anhängbarer Tieranhänger. Vorher hat man ja nur diesen riesigen Auflieger. Und dann haben wir noch bei Ballenpressen was Neues, nämlich die Krone Big Pack, also ein legendäres Fahrzeug tatsächlich, was hier den Einzug in LS gefunden hat. Ich glaube auch Comeback seit LS13. Ich glaube, da gab es zuletzt Krone Pressen. Big Pack 1290 HDPVC, da könnt ihr einen Zyliermitteltank mit dran machen, falls ihr da Bock drauf habt. Und dann gibt es von Krone noch auch nochmals, der kickt auch richtig rein. Und zwar ein Krone GX 520 Anhänger. Sieht aus wie ein Häckselwagen tatsächlich ein bisschen, ist aber keiner, sondern ist ein universal einsetzbarer Anhänger. Da könnt ihr Abdeckung drauf machen und Räder durchwechseln. Und der hat noch eine richtig geile Funktion, die zeige ich euch aber dann im Spiel. Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Ah, ne, genau. Das da hinten haben wir noch vergessen. Das ist das erste Mal, dass ich mich da echt gar nicht informiert habe. Und zwar von Kuhn den Primor 150-70 Einstreuer, der halt auch für Quaderballen geht. Ja. Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken. Ach ja. Die Schneefräse von Summers. Tornado 252 Schneefräse. Auch ganz cool. Kann man machen. Ich hatte bis jetzt noch keine Situation, wo ich mir gedacht habe, oh geil, jetzt bräuchte ich eine Schneefräse. Aber besser haben statt brauchen. So, schielen wir nochmal hier kurz im Kreis. Jetzt haben wir alles. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Sachen an, die jetzt nicht so spannend sind. Das neue Mähwerk sieht halt wieder top aus. Dieses komplett riesige Mähwerk hier. Das sieht cool aus, aber ich finde es fast zu ölbern, ganz ehrlich. Dann haben wir hier die Schneefräse, sieht geil aus. Was mich halt noch interessieren würde, ob die für mehr ist als nur Schnee, also ob man damit theoretisch auch Häckselgut oder so fräsen könnte. Aber das müsst ihr ausprobieren, beziehungsweise wir probieren es in irgendeinem anderen Video mal aus. Dann haben wir hier dieses Frontgewicht oder was auch immer das sein soll, oder für was auch immer das gut sein soll. Frontgewicht, runterdrückt. Teil, also es wird als Frontgewicht im Spiel gewertet von der Beschreibung. Ja, machen wir hier weiter. Da haben wir die Wasserfässer, die sind jetzt auch nicht so besonders, sehen richtig cool aus. Wir haben hier eine Schläuche und so weiter. Einmal in groß und einmal in klein. Das kleine finde ich auch ganz cool, zum Beispiel für die Oldtimer Bulldogs, falls ihr die habt, also der Porsche und der C-Door. Ganz cool. Hier den Fliegel Tieranhänger, der sieht auch fett aus, finde ich. Der senkt sich auch ab, wenn ihr den aufklappt und geht hinten auf. Dann haben wir hier einmal das erste neue Fahrzeug, nämlich diesen riesigen, oder was ist riesigen, diesen Gülle-Selbstfahrer. Den schmeißen wir jetzt mal an. Und ihr seht schon, ihr könnt damit komplett einmal eskalieren. Der hat auch eine mitlenkende Achse, dieses kleine Rad lenkt einmal komplett mit und der hat richtig engwendig Reiz. Jetzt könnt ihr das Fahrzeug auch aufklappen. Da fährt nämlich das Rad hoch. Und dann raus und wieder runter für die Bodenschonung. Und jetzt einfach mal noch das Schleppschuhgestänge ausklappen. Das sieht nämlich auch richtig cool aus, wie das ausklappt. Ist auch echt groß, ist ein richtig geiles Teil. Gefällt mir. Von innen ja auch passt. Hier habt ihr sogar auf dem Display so eine 0% Anzeige. Die füllt sich natürlich, wenn ihr da was reinfüllt. Gülle oder Gärreste. Dann gehen wir kurz die Bulldogs durch. Einmal den normalen Quadrat, der ist jetzt nichts Besonderes, den hat man ja schon ein paar Mal. Dann diesen Road Truck mit den auseinandergezogenen schmalen Ketten. Was ich hier richtig cool finde, sind einfach diese 3D-Ketten. Die sehen so dermaßen geil aus. Ja, dann haben wir den Steiger noch, der ist halt jetzt hier wieder zurück aus der Pause. Der war ja im LS13 da, dann war er verschwunden, jetzt ist er wieder da. Den könnt ihr aber nicht mit Drillings bereifen. Ach, den haben wir uns gar nicht angeguckt, ne? Im Shop. Doch, Hammer. Haben wir den uns angeguckt? Wir gucken uns einfach nochmal an.
Ich glaube nämlich, dass wir uns den Steiger gar nicht angeguckt haben. Das ist er. Da können ja nur zusätzliche Radgewichte reinklatschen. Dann haben wir den Landini Series 7. Auch ganz geiles Teil. Ist mit, finde ich, einer der coolsten Bulldogs. Was kompakt angeht, der ist schön klein, fährt trotzdem 50, hat trotzdem 200 PS. Also ich finde ihn echt sau, sau geil. Dann geht's weiter mit den Krone-Dingern. Die überspringen wir aber kurz, weil die machen wir extra. Dann haben wir hier noch das Einsteigergerät, ist auch jetzt nichts so Besonderes. Na, ist halt das Einsteigergerät, das kennt ihr ja schon. Ja, dann haben wir die Big Pack. Die kann jetzt auch nichts so besonders mehr. Das Einzige, was wir noch schnell gucken können, weil es mich interessiert, Arbeitsgeschwindigkeitsvergleich. Wir haben mal 17, 17, 17 km/h. 17 und die. Ah, okay, die hat auch 17. Weil es gibt ja die Krone-Pressen, die fahren ja, glaube ich, ein bisschen schneller. Von der Größe her auch dasselbe. Also an sich nur eine ganz normale Presse. Was wir auch noch gucken können, ganz kurz, ist wegen Seliertank. Die haben, hat aber echt, glaube ich, nur die Krone, ne? Ich weiß nicht, ob die die hat, ne? Ich weiß nicht, ob die die schon eingebaut haben. Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich mir nicht sagen. Ich habe mit Pressen noch nicht so viel zu tun gehabt, tatsächlich. Aber die hat es auf jeden Fall, die Krone. Und die ist auch echt richtig geil. Gefällt mir, habe ich Bock drauf. Jetzt haben wir hier noch den großen Krone-Anhänger. Also, wie gesagt, das ist ein Universalanhänger. Da geht alles rein und mit alles meine ich auch alles, weil. Wo ist mein Testbulldog? Ich habe hier mal meinen Testbulldog hier angeschaut. Ist ausnahmsweise mal ein Deutz geworden. Und zwar kann der was ganz Besonderes. Das muss ich euch zeigen. Das Einzige, was ich jetzt natürlich vergessen habe, aber egal, das machen wir jetzt, das ist mir wert. Wir nehmen jetzt mal mit, fahren mal kurz vor zum Händler und kaufen da mal was. Vielleicht wisst ihr es schon, dass es das kann, weil das Video ja relativ spät kommt. Es kommt jetzt erst heute, das Update kam ja schon am. Wann kam das? Am Dienstag, glaube ich. Mittwoch. Woher kam das gestern? Oder kam das am Donnerstag? Das kam gestern, Leute, das kam. Also. Ja, dann kam es gestern, lol. Und am Samstag, also heute, kommt es natürlich. Also, vielleicht habe ich es selbst schon ausprobiert. Also, wir können da alles reinladen, ne? Plus, ihr könnt da auch mit Z die Klappe öffnen. Dann gehen auch diese Dosierwalzen mit hoch, ne? Und dann könnt ihr da auch, jetzt haltet euch fest, ich finde es so geil. Dass der das kann. Scheiße, Mann. Und zwar kann der auch richtig Paletten laden, Alter. Wir nehmen jetzt mal irgendeine Scheißpalette. Einfach die hier. Die steht symbolisch für alle Paletten jetzt, die es gibt. Dann stellen noch irgendeinen Gabelstapler. So, das habe ich natürlich wieder professionell vorbereitet. Aber wie gesagt, wir schnappen uns den Gabelstapler. Seit wann piepst dieser Manitou? Ich sitze gerade zum ersten Mal im Manitou-Gabelstapler, ne? Also im LS 22, im 17er gab es nur den M19er. Jetzt guck mal, verwechsel ich hier schon mehrere Jahre. Ja, aber wie gesagt, ihr könnt da jetzt eine Palette reinstellen. Und ne, man kann jetzt natürlich die nächste Palette. Boah, das funktioniert sogar. Man könnte jetzt natürlich mit der nächsten Palette die dagegen schieben und es immer weiter bis die ganz hinten sind. Aber das ist ja nicht realistisch. Deswegen schalten wir jetzt unseren Schuhboden auf. Warte mal, rückwärts ist keine Ahnung, ist wahrscheinlich falsch rum, ne? Ich schalte jetzt den Schuhboden ein. Doch, hat gepasst. Und jetzt seht ihr, die Palette wird mit dem Schuhboden nach hinten gezogen. Sieht ein bisschen komisch aus. Weil der Schubboden, ich glaube, wenn wir drin sitzen, bewegt er sich. Nee, auch, ne? Krass. Ich glaube, gestern hat er sich bewegt, Alter. Bin ich komplett dumm. Auf jeden Fall ist der Schubboden an. Ihr seht ja, die Palette bewegt sich von allein nach hinten. Und jetzt müssen wir es natürlich dann rechtzeitig ausmachen. Wenn die hinten ist, dann machen wir es jetzt aus. Palette steht.
Und wir haben jetzt eine Palette, können jetzt die nächste und immer zack, ein Stück nach hinten fahren. Und dann können wir den Schubboden natürlich umstellen, auf vorwärts, anmachen. Ach, ich bin ja dumm. Ja, man müsste theoretisch den Schubboden natürlich auch erst vorfahren und dann das machen, weil es ist ja, geht ja hier über diese Platten mit dieser Wand. Ich trottel. Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Dann schiebt es diese Platte da mit der Wand, schiebt dann unsere Saatgutpalette nach vorne, bewegt sich das nämlich auch. Weil vorher haben wir es ja rückwärts bewegt, obwohl die Wand schon hinten war, ne? Versteht ihr? Und dann könnten wir jetzt stoppen und es rausheben oder halt einfach das ganze Ding rausfallen lassen. Zack, plumpst aus draußen. Ist so ein geiles Feature, ich schwöre euch. Finde ich einfach nur endgeil. Ihr könnt dann auch noch, also wir müssen den Motor wieder machen, das ganze Ding, hier die Aufnahme noch senken, weil in Real Life, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, kann man den noch umrüsten mit einer Pickup zum Ladewagen. Geht jetzt in-game nicht, aber ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Einzige, was ich jetzt nicht ganz check, ist, dass die Hexe, glaube ich, nicht aufgeht, aber die müsste eigentlich auch aufgehen. Ist eigentlich auch scheißegal. Der Anhänger ist, glaube ich, einer der geilsten Anhänger im Spiel, würde ich jetzt behaupten. Ja. Ansonsten war es das für die Folge, oder für die Folge, für die Vorstellung. Ich hoffe, es kommt bald wieder ein Mod, ein Modpack von Giants. Ansonsten möchte ich jetzt hier zum Ende vom Video noch eine Vermutung raushauen. Die habe ich schon mal rausgekaut, so privat. Aber ich hau jetzt einfach noch mal ein Video raus. Ich vermute, dass dieses erste große Add-on ein Australien-DLC wird. Einfach mal so meine Vermutung. Und ja, das soll es auch schon gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut auf jeden Fall raus. Ciao.